Die Hintergrundgeräusche tönen es schon an. Ich möchte einmal mehr heute zum Schmied mit euch. Ich möchte nämlich eine weitere Bosswaffe herstellen und euch näher vorstellen. Ich habe sie auch schon in der Hand. Ich bin nicht ein Magiecharakter wirklich. Ich kann es aber trotzdem kurz zeigen. In Magie habe ich im Moment... Wo bin ich denn? Intelligenz 18. Das reicht für die Waffe hier. Ich habe in der Hand einen Dämonenbeschleuniger. Das ist, glaube ich, auch der, den wir nachher umbauen werden. Wir können ihn mal kurz ansehen. Der hat 12 in Stärke, 10 in Intelligenz und eine Bewertung in Intelligenz. Ich habe bewusst jetzt oben eine finstere Kugel ausgewählt in den Zaubern. Die seht ihr hier oben, dass das hier gerade wechselt. Denn ich will euch kurz vorstellen, wie sie jetzt vorher wirkt und dann nachher. Falls jetzt irgendwas schief geht, habt Verständnis. Wie gesagt, ich spiele normalerweise keinen Intelligenzcharakter. Ich mache das ungern. Ich bin eher der Nahkämpfer, aber wir versuchen es mal. Okay, jetzt wollen wir mal den Schaden anschauen. 230, alles klar. 230 und wenn ich so normal zuschlage, ja, da ist mir ein bisschen noch zu schnell. Jetzt ist er an der Mauer. 196, okay. Machen wir es hier nochmal kurz, einfach nur Nahkampf. 196, jawohl. Und nochmal als Erinnerung. Mal schauen. 230. Alles klar. 196, 230. Jetzt wollen wir sie umbauen. Mhm. Hallo, Forge, I can. Strong, I am. Ausrüstung umwandeln. Und zwar machen wir mit dem Manus, mit der Seele des Manus. Warum kann ich jetzt die Waffe hier nicht... Das ist ja blöd. Ich dachte, ich könnte die gleich benutzen. Ja, okay. Machen wir halt den Test nochmal. Schade. Hätte jetzt wirklich erwartet, dass es eigentlich mit der auch geht. Das war... Ich glaube, hier weiter oben. Oh, Jesus Maria, habe ich wieder ein Waffenlager. Na, wo bist du denn bitte? Einmal melden. Hier ist er. Beschleuniger des Zauberers. Nehmen wir halt den noch. Gehen wir den halt auch noch testen. Du meldest dich freiwillig. Sehr schön. Okay. Und Schaden 181. Ah, du, ich hasse deine Beweglichkeit. 181, ja, 4. Ist jetzt nicht wirklich berauschend. Ich will euch nicht so lange aufhalten. Na, dann weg mit dir. 186, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, aber jetzt versuchen wir es mal mit umwandeln. Ausrüstung umwandeln. Dann Beschleuniger des Zauberers. Da braucht ihr die Manusseele. Das ist ja die vom DLC. Aus der Manusseele könnte man sonst auch einen Zauber machen, aber dazu habe ich schon ein Video erstellt. Das muss ich jetzt noch nicht nochmal ausführen. Und so sieht er jetzt aus. Und achtet euch mal. Merkt ihr was? Ihr seht es vielleicht. Finstere Kugeln, plötzlich nur noch die Hälfte. Das wird nämlich halbiert, die Zauber. Und gleichzeitig, was erstaunlich ist, wir gehen mal ganz kurz drauf ein. Das hätte ich eigentlich vorhin schon machen können. Ist es nämlich Stärke. Das ist eine der Waffen, die auf Stärke basiert. Attributbonus, eine B und eine S in Intelligenz. Und gleichzeitig, kann ich auch noch kurz vorlesen, ein Zauberer... Entschuldigung, fangen wir nochmal an. Ein Zauberbeschleuniger, geformt von der Seele des Manus, dem Vater des Abgrunds. Dieser grobe, alte, hölzerne Beschleuniger ist groß genug, um als Schlagwaffe verwendet zu werden. Ähnlich wie der
Stabilisierungs-Zielbeschleuniger verstärkte Zaubersprüche, aber begrenzt die Anwendungszahl. Und zwar, der macht nicht irgendwelche. Der macht nicht irgendwelche Zauber verstärkt er, sondern die Finsterverzauberung, also wie diese finstere Kugel, die ich gerade habe. Wir können sie ja nochmal kurz anschauen. Allerdings wird es jetzt, ich glaube, ich muss mir ein anderes Objekt suchen, sonst ist er gleich tot. Wir schauen es mal bei dem an. Da meldet sich jetzt gerade freiwillig. Vermutlich wird es allerdings ein Problem geben mit dem Schild. Ist jetzt nicht unbedingt der beste Charakter, um Magieschaden zu bekommen. Sie haben ein viel zu großes Schild leider. Ja, okay, ich lasse es bleiben. Ich lasse es bleiben. Nee, ihr könnt euch alleine beschäftigen, es geht zu lange. Nehmen wir lieber ihn hier. Und Feuer frei. 218. Leider ist er zu Tode gestürzt. Ich werde aber nochmal ganz kurz hierher kommen und euch gleich wieder einladen. Die Gegner sind wieder vorhanden. Wir können also wieder testen. Waffen können wir logischerweise die Waffe nicht. Das sehen wir. Deshalb probieren wir es wieder mit den Zaubern. Wir sehen auch jetzt 12 Zauber. Jetzt sind es nur noch 6. Probieren wir es also zuerst mal mit diesem hier. Hier verwende ich gerade den Dämonenbeschleuniger. Das ist, wenn wir mal kurz reinschauen, ist es eine B-Wertung in Intelligenz und eine D-Wertung in Stärke. Wollen wir mal sehen, was die hier so leisten kann. 230, also die würde eigentlich jetzt noch stärker sein. Wollen wir hier nochmal schauen. 218. Also, es ist natürlich so, ich bin jetzt hier leider nicht so stark in Stärke ausgebaut. Denn eigentlich würde, so viel ich es verstanden habe in Wikipedia, der Zauber hier, die Finsterzauber, die verschiedenen, die man hat, die man alle im DLC findet, die würden jetzt mehr davon profitieren, wenn ich Stärke hätte. Also die würden verstärkt werden durch diese Waffe. Ist jetzt leider nicht der Fall, aber wir können dafür den Kampf nochmal bewundern. Denn hier haben wir ein bisschen eine andere Kampfanimation. Das ist der starke Schlag gewesen. Da zieht sich jetzt freiwillig zurück. Nehmen wir hier nochmal ein Opfer. Na, komm nach oben. Jetzt muss ich den locken, sonst fällt er mir wieder runter. Komm. Na komm. Ja, darfst nochmal kommen. Nein, jetzt, weißt du was, komm nach oben. Tut mir leid, dass das... Nein, die sind... Ach, die sind einfach strunzdumm. Ich kann es nicht anders sagen. Der klassische Vorführeffekt. Eigentlich will ich gar nicht so viel Zeit für dieses Video hier verwenden. Na, okay. Schauen wir mal wieder. 75 gegen... 75. Lass mich raten, in der Zwischenzeit kommt der andere hinten. 75 gegen... Oh! Hoppla! 151. Doch, das lohnt sich. Na. Machen wir es nochmal. Kommt natürlich der andere. War ja zu erwarten. 137. 137. Schauen wir es hier nochmal. Dafür haben wir jetzt ein freies Sichtfeld. Ich mache jetzt nur den starken Angriff. Na komm. Renn doch nicht weg. 144 gegen... 1. Ja, leider auch mit dem starken Angriff eher schlechter. Also die Waffe lohnt sich wirklich nur, wenn man ein Stärkebild hat.
und gleichzeitig auf Intelligenz will. Aber sonst, ja. Ich bin kein Magier, darum möchte ich mich hier gar nicht groß auf den Guide einlassen. Ich nehme jetzt mal an, sie hat sicher ihre Stärken, die ich jetzt noch nicht für mich entdeckt habe. Oh, du bietest dich ja geradezu an. Also nochmal, wie viel hatten wir denn hier? 165. Na. Na komm, du darfst einmal zuschlagen. Schlag doch bitte mit dem Schild zu, dann kann ich... Genau. 174, jo. Und sie macht, wie gesagt, die macht ja auch mehr Schaden. Na. Schlecht reagiert. Ich wollte auch eigentlich angreifen. Nochmal Versuch. 116. So, damit es nicht mehr so lange geht. 116. Oh, jetzt fängt er sich vermutlich gleich an zu heilen. Oh, sehr schön. 116. 62. Jo. Nicht die Welt. Aber sieht elegant aus. Jetzt wollen wir nochmal das Zweihand mal anschauen. Geht natürlich der Zauber nicht. Und der Angriff sieht schon mächtig aus. Tritt geht natürlich nicht, logischerweise. Sprungangriff scheint auch nicht zu gehen. Nee. Wie sieht's denn hier aus? Nee, auch hier geht kein Sprung. Und tritt ebenfalls nicht. Ja. Zum Glück bin ich kein Magier. Vielen Dank fürs Zusehen. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber Pleiten, Pech und Pannen. Ich weiß schon, warum ich nie ein Magier spielen werde. Nie. Nie. Einfach nie.